und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind etwas anders angezogen als sonst. Warum? Wir fahren, glaube ich, Transalp Challenge, oder? Irgendwie so. Ganz genau. Wir fahren die Bike Transalp eine Woche über die Alpen von Nauders nach Riva. Und bei mir kennt ihr das ja wahrscheinlich schon. Ich habe es schon öfters so hinter mich gebracht. Nico ist ganz neu auf der Transalp-Schiene und muss aber auch schon im Special Outfit an den Start gehen. Dafür habe ich gesorgt. Das sind unsere Bikes, speziell für dieses Rennen. Wer die Transalp schon länger verfolgt, der weiß wahrscheinlich, warum wir da auf Scott zurückgegriffen haben. Denn die müssen wir nicht selber servicen und das ist natürlich eine Riesenhilfe. Klar, geht auch alles mit einem anderen Bike, das man selber servicen muss, aber es ist schon cool, wenn man ankommt und sich um nichts mehr kümmern muss. Ja. Das nehme ich als Schweißtuch, weil im Endeffekt wird es eh so ein bisschen härter für mich. Schauen wir mal, ob ich drüber komme und ja. Ja, worum geht es jetzt aber in diesem Video? Wir werden mal die Taschen packen, zeigen euch ein bisschen, was wir alles mitnehmen und nehmen euch auch noch mit nach Nauders, dem Startort, zur Akkreditierung und so weiter und so fort. Und ja, dann gibt es ab jetzt 7 Tage Transalp vom Feinsten. Ich werde versuchen, immer direkt nach der Etappe zu schneiden. Letztes Mal ist mir das ganz gut gelungen. Schauen wir mal, ob ich es wieder so hinkriegen werde. Viel Spaß beim Zuschauen. Ah ja, und schreibt mal, was haltet ihr von den Outfits? Das sind alte Transalp-Taschen. Die habe ich immer aufgehoben. Das ist nämlich super so als Maß, wie viel man mitnehmen darf. Und die werden wir jetzt gleich mal befüllen. Dann schauen wir mal, ob ich gleich reinpasse, weil ich fahre vielleicht mit der Tasche über die Alpen. Ah, ich glaube, du musst doch treten. Scheiße, ich muss treten. Okay. So, jetzt haben wir's. 3x Radhose. Das ist eigentlich nur für den Abend, weil ich fahre ja im Dirndl, deswegen gibt es die normalen Push-Ups. Das ist auch für nachmittags, abends. Dann Radlhandschuh, 2x im Ersatz, man weiß nie. Knielinge, Mützen, falls es kalt wird, wasserdichte Socken und so Überschuhe, falls es kalt wird, dickere Handschuhe. Sockenreserve, weil eigentlich fahre ich da auch so pinke. Zahnputzzeug. Jetzt kommen Schoner eingeflogen, die brauchen wir aber ausnahmsweise nicht. Dann, was man halt so brauchen kann, ganz schön viele Riegelchen und Gels natürlich. So ein bisschen, falls man mal schlecht beieinander sein sollte. Wahnsinn, dass es gerade findet. Nein, auch kein Akku. Ihr seht, ich werde immer torpediert. Aber gut, was soll's. Pulli für abends, kurze Hose, lange Hose für abends. Regenjacke kommt noch zum Tagesrucksack. Ich fahre mit so einem kleinen Rucksack und Trinkbag. Dann Reserveschuhe. Oh Mann, ja klar, wenn man im Dirndl fährt, dann hat man nichts anderes zu tun, als immer Bier zu saufen. Und für mich noch ganz wichtig zum Laden, weil ich filme ja auch mit, die Ladestation und Sonnencreme. Und das hier, das habe ich noch nie genommen, aber ich habe noch ein paar übrig. Das nehme ich mal mit. Man wird ja schließlich nicht jünger. Oh Gott, ich sag's nur ungern. Und dann da drüben die ganzen Sachen, die ich jetzt schon direkt hergerichtet habe. Für eben einmal Nico zum Anziehen, für mich zum Anziehen. Das muss ja alles nicht in die große Tasche, das müssen wir gleich anziehen. Riegelchen Dosis für den Tag, lieber zu viel als zu wenig. Ersatzschlauch, Pool und dergleichen kommt noch in den Rucksack rein, mein Flügelchen Rucksack. Und ja, ich habe auch richtig sportliche Schuhe. Man sollte es kaum glauben. Jetzt hoffe ich habe nichts Dramatisches vergessen, weil sonst werde ich es wohl auch tatsächlich vergessen haben. Was natürlich noch dabei ist, ist noch ein paar Ersatzschläuche, Ersatzglieds für den Schuh und so Zeug halt. Da lacht er. Er kann ja lachen, der sagt dann, ich fahre zum ersten Mal mit, hättest du mir schon sagen müssen. Ah ja, übrigens habe ich ja das Scott-Bike natürlich auf härtere Bereifung umgebaut. Naja, wer nicht fahren kann, braucht halt Profil. Für uns jetzt allerletzte Ausfahrt vor der Bike Transalp. Wir testen nochmal so großteils, wie es dann werden soll. Besser. Hätte er probiert abkürzen. Wahnsinn. So. Heute bin ich mal wieder Erster. Letztes Mal beim Schwimmen habe ich nämlich verloren. Beim letzten Mal im Mösel anreisen habe ich auch schon verloren. Und ja, so geht es nicht weiter. Dementsprechend musste ich jetzt mal herzeigen, dass auch ich noch fahren kann. Hilf ich, da film's gar nicht mehr. So viel schnaufen muss ich.
Ja, es tut ja so überentspannt. Unglaublich. Oh, die Schuhe gut zum Test nochmal. Sind hart, die Sohlen. Ja. Rennschuhe sind einfach ein bisschen anders. Und ich muss mir noch was mit dem Sattel einfallen lassen, weil die Einstellung taugt nicht. Aber es ist ja auch noch die letzte Runde vor der Transalp. Ein bisschen Chance haben wir also noch, die letzten Sachen zu verändern. Wir testen jetzt eben auch noch alle Perspektiven. Wir haben so ein paar Möglichkeiten, diesmal die Kamera aufzustecken. Und das ist natürlich so die Standardvariante. Aber wir testen auch noch ein, zwei andere. Boah, der Reifen fährt sich wie eine Rohr ein. Was hast du gleich aufgeschossen jetzt? Krass, gell? Das liebt der Nico, ja? Und ich also gar nicht. Oh Gott, ich kann es auch schon wieder nicht. Bist du da? Ja. Boah, ich echt. Das fühlt sich sehr nackig an mit dem Hitbag. Aber gut. Mal wieder auf dem letzten Drücker unterwegs. Jetzt müssen wir noch schnell die finale Anmeldung machen. Der Frank hat schon die Taschen mitgenommen. Hinter uns seht ihr das abgebaute Expo-Gelände. Ui, ui, hier werden schon die letzten Taschen noch rausgeschoben. Und ja, Hauptsache wir sind da, wenn auch etwas spät. Aber wir sind nicht die allerletzten, wie es ausschaut. Da wuseln auch noch andere Teilnehmer rum. So hätte das hier drin dann mal ausgeschaut. Angeblich war die Schlange endlos. Jetzt ist keine mehr. Wir sind aber auch spät dran. Ui, da ist das Official Race Car. Das ist immer gut, wenn man das nicht sieht, weil das heißt, dass man ganz vorne startet. Und wenn man nicht zu den Profis gehört, heißt es dann auch, dass einen sehr viele Leute überholen. Das ist mir schon öfters so gegangen und das macht dann gar nicht ganz so viel Spaß. Aber das fährt dann auf jeden Fall die ersten 1, 2, 3 Kilometer voraus. Im neutralisierten Start, was aber auch nur bedeutet, dass das Feld so pfuh, und man trotzdem kaum hinterherkommt. Jetzt sind wir schon einer mehr. Wir schlafen heute im Hotel, weil es regnet schon. Schade. Und ja, mehr gibt es dann gleich beim Umpacken. Sag hallo. Hi, guten Abend. Das ist der Frank, mein Teampartner. Wer vor 2 Jahren schon zugeschaut hat, der kennt ihn schon. Wer nicht, lernt ihn jetzt dann wohl kennen. Der redet auch nicht so viel auf der Kamera, ist es nicht so gewohnt. Geht schon wieder los mit diesen Taschen, die sind einfach so schwer. Heuer darf man nur 15 Kilo dabei haben, aber ich glaube, das habe ich verdoppelt. Ah ja, der Frank hat eben schon unser Zeugs abgeholt.
Schaut euch mal an, so kann es auch gehen. Frank war natürlich beim Bund und dementsprechend ist es alles wunderbar aufgeschlechtet, nicht so wie bei mir, wo dann noch der Akku und die Bierdose daher geflogen kommen. Gibt's noch Henkers Mahlzeit? Wie wir es geübt hätten. So, nach dem Essen wird immer noch geschraubt hier. Aber wir verabschieden uns jetzt mal für heute. Morgen geht's los mit der ersten Etappe von Nauders nach Rivinho. Ja, Nico fährt gleich durch. Danach macht er dann eine Woche Urlaub. Frank und ich, wir fahren auf 7 Tage aufgeteilt.